Stefan, Stefan, du bist ja immer pünktlich. Ja, das ist ja das ganz Tolle. Also, ich habe nämlich mein Haus vergessen. Die gehört mittlerweile dazu, genauso wie der Stiefel. Der berüchtigte Stiefel, wo immer wieder Geld reinkommt. Gut, Leute, wir sind jetzt im Außendienst heute. Heute haben wir also richtig Außendienst gemacht. Und zwar sind wir in Hüttlingen. Aus dem einen Grund, weil wir die Hüttlinger fragen wollen, weil die so einen schönen Baum haben, den zeigen wir euch nachher gleich, ob die nicht für den Baum in Aalen was spendet, dass wir irgendwann einmal einen gescheiter Baum kriegen. Ja? Wie heißt die Aktion? Aalens Traum, ein gescheiter Baum, also Aalens Traum, ein gescheiter Weihnachtsbaum. So, und ich habe einen Fingerzeig heute schon gekriegt für eine großzügige Spende von einer Allianzversicherung. Ja? Feierabend und Wolfsteiner oder Wolfsteiner und Feierabend, ist ja egal wie rum. Und die haben vor, was zu spenden. Und da gehen wir jetzt erst einmal rüber. Ja, du folgst mir wie immer. So, ich sehe der Herr Wolfsteiner schon. Der liegt schon rum. Das ist da überqueren. Hüttlingen ist auch fast schon Großstadt, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ah, da ist er ja. Wir hätten Herr Wolfsteiner, hallo! Jawohl, hallo! Das Team um den Christbaum! Ja, ja, ich hab's schon mitgekriegt, Sie Sie da muss ja ich noch schnell nach meinem Geldbeutel gucken. Nein, ich hab's doch schon ausgelegt. Ah, ist schon ausgelegt? Ja, man super. Kann es unterwegs reinschmeißen. Ja. In Hüttlingen hat es ja geholfen, wir haben letztes Jahr auch gemeckert und das Jahr haben wir einen wunderschönen Baum, den kann man nachher auch mal zeigen. Aber wunderbar. Den mache ich, das mache ich. Aber jetzt erzähl jetzt mal, war da auch eine oder? Hat man da also, auch mal gespendet? Es war keine direkte Aktion, wo man gespendet hat, aber wir haben das letztes Jahr, es gibt die Wir lieben Hüttlingen-Gruppe auf Facebook. Aha. Und da war der Baum dann so berühmt, dass teilweise die Leute aus Oberkochen hergefahren sind und den nicht so tollen Baum anguckt haben. Und jetzt dieses Jahr hat es dann geklappt. Es wurde wieder ein schön geschmückter Baum. Dieses Jahr sieht er wieder gut aus. Der ist also dieses Jahr ganz neu. Der Schmuck ist, ja, ist neu. Ein anderer wie letztes Jahr und ist, denke ich mal, neu. Also aber nicht der gleiche Baum, also der steht jetzt nicht ganz so. Nein. Ich muss aber auf der nächsten Termin. Das ist wieder typisch Allianz, gell? Also ich habe es ausgedehnt, das Geld geben wir zu meiner Frau und dann passt es. So machen wir das. Nächste Woche und sonst noch jemand da, nein, der Philipp, ja, alles klar. Der Philipp ist da, aber der also, hat nur Kundschaft. Da nochmal schön Eischmenge für die, gell? Ja. Übrigens die Agentur, aber auch deswegen, weil meine Frau da schafft. Also, danke! Ja, ja, ebenso. Jetzt können wir da mal reinleuchten. Jawohl, und ich folge dir und nehme Preis. Ja, guck mal, vielleicht Stefan, der Hanna, so nein. Ja. Ich glaube, wir laufen ein wenig auf der Straße. Okay. Die Weihnachtsbeleuchtung muss man da natürlich mit berücksichtigen. So, ja, jetzt hast du gut. Jetzt habe ich es schön drauf. Jetzt kannst du da mal, lauf du einfach mal. Ja, lauf ich mal vor. Lauf ich dir hinterher. Du kannst ein bisschen kommentieren, wenn du willst. Ja, ich tue das auch. Wir laufen also jetzt quasi durch die 20er-Zone als Fußgänger. Also müssen wir aufpassen. Ja, warum? Ja, das wird schnell laufen. Ach so, ja, das kriegen wir schon. Da muss ich noch ein bisschen gucken, jawohl. Ach so, wegen dem Blitzer meinst du? Ja, ja, genau. Jawohl, also. Der erste Step haben wir das doch wieder. Schau mal, 10 Euro, überlegen. Übrigens, was ich sagen will. Wir sind fast schon über 200 Euro jetzt, gell? Boah. Ja, über 200 Stutz. 200. Jetzt guck ich mal den Baum an. Übrigens eine neue Nase, die hält besser, gell? Aha. Ja. Hast du da jetzt so einen 10-Sekunden-Kleber drunter durch? Nein, ich habe jetzt Achtung, der kommt da hinten vielleicht raus. So. Dauert eigentlich jetzt an. So. Ja? Herrlich, herrlich. Die Hube da hat er auch rockig zu. Hast du alles drauf? Ja, alles drauf, das aber den Weihnachtsmann im Hintergrund. Ja, das wird ja ein richtiges Unterfangen, gell? Ich bin ja mal gespannt, was die Leute sagen. Ja, also jetzt fahrst du mal richtig. So, der also Weihnachtsmann wurde besser. Ja, liebe Leute, das ist also der berühmte Hüttlinger Weihnachtsbaum, der mit der Kette neu geschmückt wurde, dieses Jahr, so wie der Herr Wolfsteiner das ja auch gesagt hat. Und jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir ein paar Leute verwischen. Ja, jetzt wird es nicht ganz so einfach. Ja, gehen wir über den Weg. Rüber.
So. So. Sehr freut mich. Jawohl. Das ist übrigens der Hanna Zlamm, gell? Gleich der Meinung. Jawohl. Zlamm, da gibt es wirklich gute Schnitzel, ist auch eine gute Metzgerei. Das mal so nebenher und da unten ist der Stollermeier. Siehst du? Beleuchtete Bäckerei. Ja, ja. Da fragen ja, wir ja nachher, ob er da ist, ob er Interview gut gibt. So, jetzt haben wir aber keine Leiter, ne? Jetzt müssen wir gucken. Aha. Grüß Gott. Hallo. Darf man Sie was fragen, geschwind? Kommt drauf an. Oh, zu, ja. Also wir sind aus Aalen. Ja. Und wir haben festgestellt, in Hüttlingen steht ein super Baum. Das stimmt. Hübsch ist das so? Ja. Und in Aalen haben wir das Kraut, Hanna. Der ist auf jeden Fall schön. Ja, denen sind die Aalen mal 50 oder reinschmeißen. Aber Entwicklungshelfer geben von Aalen. Ja, ja, guck doch mal nach. Erste. Wenn man was findet. Ja, sie kennen auch sehr. Neue D-Mark haben wir ja nicht mehr. Sonst hätte ich gesagt, sehr Marken einschmeißen. Sonst habe ich nur Geld. Das geht an einen guten Zweck. Ihr werdet jetzt mitkriegen, gell? Okay. Ich bedanke mich. Bitte schön. Schönes Wochenende. Ciao. Jetzt, klappt doch. Aha. Da müssen wir gucken, der ist schon weg. Und Auto. Ja, das wird eine harte Geschichte, ich sag das. Ja, ich habe das heute auch bei Facebook bei Hüttlingen eingestellt. Ja. Kurz vorher, ja, kurz vor der Aktion. Gut? Ja. Gut. Dass die auch wissen, was Sache ist. Gratuliere. Jetzt, was will? Der doch auch. Der will ja mal. So, dem knüpfen wir gleich Geld ab. Der. Fahrgebühren. München. Guck mal, München. Oh, München, gehen der Geld. Gehen der Geld. Die haben Geld. Ja, Geld. Die sind auf dem Oktoberfest nicht gewesen, also haben sie was übrig. Ja, 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 ja. Aber den kriegen wir gleich. So. Aber wie gar nicht raus ist, dann weiß ich schon warum. Grüß Gott, darf man Sie was fragen? Grüß Gott, immer. Sind Sie aus München? Ja. Gut, das ist ja, war ja kein Oktoberfest. Da haben Sie ja einen Euro übrig, oder? Also, folgendes. Spaß beiseite. Wir sind ganz ernst unterwegs, gell? Ja. Dieser Baum, sind Sie Hüttlinger? Nein. Nicht wirklich? Meine Frau. Also, gratuliere. Also, dann haben wir es doch. Ja. Dann haben wir es doch. Also. In aller Stadt, dieser Baum, googeln Sie mal das an. Ja. Wie trostlos. Trostlos. Und wir alle mal, wenn eine neue Beschmückung haben oder wie man halt sagt, ja, denen sie da die richtige Kleinigkeiten reinschmeißen. Ja, juhu! Weiß ja, was in Kleinigkeiten. Ja, man kann ja auch, ich kenne halt auch ihre Geldkarten rein. Sie wollen ja auf die Kreissparkasse. So sind sie nicht bei der Volksbank. Ich habe kein Geld. Das ist ja, dann schmeiß es halt rein. Jetzt warte schon mal, ich muss erst mal Kleingeld raussuchen. Ja. Oh, ja, in sind gar kein Oktoberfest geht das nicht, gell? Das geht auch mal ohne. Ehrlich? Ich danke dir recht schön. Also es geht übrigens an einen guten Freund. Das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Wahrscheinlich, wir haben heute, das darf ich kurz sagen, eventuell sogar, wenn es geht wegen Corona, am Heiligabend für die Aalener Obdachlose. Super. Gell? Ich danke Ihnen, schönes Wochenende. Wünsche ich auch. Ciao, tschüss. Jetzt hat doch geklappt. Also, so. Entschuldigung, ich muss Sie was fragen. Also, geht in die Richtung. Ah. Ah. Ja, jetzt passen wir auf. Da kommen zwei. Ja, da kommen zwei Opfer. Folge mir. Oh, die sind in den Schmuckladen rein, oder? Da haben sie bestimmt Geld, wenn sie jetzt da rein sind. Ah, Scheiße. Sie wollte schon länger mal sprechen, grüß Gott. Nein, warum? Ja, wegen dem Fischbaum. Und was haben wir da? Fischbaum. Sind ja aus Hüttling, ja? Stellt euch mal vor, den Baum hat die Aalener. Ja. Das ist der Fisch hin, oder? Vorsicht, was nachgefallen. Ja, und deswegen haben wir heute außerdem. Wir sind jetzt schon die ganze Woche in Aalen für einen, sage ich mal, schöneren Baum in Aalen. Okay. Hättet ihr als Hüttlinger mit einer ganz kleinen Spende die Aalener unterstützen? So no, die muss man nicht unterstützen. Ein 50erle. Ein 50erle. 10 Cent. Entwicklungshilfe, gell? Oh. Hast du geil? Ja, 10erle. Die Aalener brauchen wir. Aalen. Wir ja, machen, warum macht ihr das jetzt? Wir machen folgendes. Wir werden den OB in Aalen überraschen. Ja? Und der nimmt das Geld sowieso in. Ja, das soll das irgendwo nachspenden. Nein, nein, nein. Machen wir zwei. Okay. Das geht an einen sozialen Zweck.
Okay. Und wenn wir es können und dürfen, vielleicht sogar an Obdachlose im Heiligen Ort. Ja, das ist okay. Da müssen wir aber gucken wegen Corona. Neu! Hast du das gesehen? Mit meinem Geld kann ja, gut umgegangen. Sind die Hüblinger tatsächlich so spenderfreudig? Ja, 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 spendabel, ja, sieht man da. Ja, ja. Oh, ich freu durch, ich freu durch. Also ich wünsche euch was. Ich habe auch das jetzt in Facebook durch jetzt unsere Story mit. Da will aber gar nicht sein. Deswegen könnt ihr auf Stefan-Live gucken, ist hier da, auf der Homepage da drauf. Da sind wir heute Abend oder morgen früh spätestens drin. Okay. Alles ja, gut. Ja, lustig, lustig, lalalala, bald also, ist Weihnachten. Also, okay, macht's gut, tschüss, danke. So, also, hat ja auch geklappt, aber Schwierigkeiten, wir haben keine Leute. Weißt du, Stefan, das ist so, wenn ein Haufen Leute laufen, das ist ein altes Rechenbeispiel, ne? Kennst du ja, dann kannst du ja mehr sammeln. Ja. Ja? Wenn keine Leute um dich rum hast, was kriegst du noch? Gar nichts. Ja, da kriegst du einen Lockdown. Na, hast du einen Lockdown? Da ist ein Lockdown. Übrigens, ja, das wird jetzt für mich und für viele Menschen sehr, sehr schwer, was da gemacht wird in Baden-Württemberg. Ja. Ich möchte trotzdem, und politisch wollen wir ja nicht sein in dieser schönen Runde hier, aber was die jetzt machen, das kann keiner mehr verstehen. Das ist mein Statement zu der ganzen Sache. Ich bin richtig enttäuscht. Ja, und fertig. So, jetzt, wo gehen wir nach? Soll mal fragen, ob der Chef da ist? Ich denke, weil ich Stollemeier komme. Was? Das ist immer sein. Sein Porsche-Fee, glaube ich. Hört sich mal, eine Sendung gäbe nur keine Hemmungen, glaube ich. Ja, aber das ja, war eine Kindersendung. Ja, ja, die kenne ich noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob mein Karl-Heinz da ist, ja? Du bist ja schon gewähnt beim Laufen. Jawohl. Mit mir. Ich war auch immer fitter. Da gibt es ja kein Theater. Ja, gut, das ist auch was für die Gesundheit. Richtig, die genau. Lust, was so brauchst du alles? Also mal gucken, ob der Herr Stollemeier schon im Skiurlaub ist. Ja, guck schon, dass er rauskommt. Ist gut. Ist gut. Ja, ob er da ist. Ich muss mal schon fragen. Warte mal. Hallöchen. Grüß Gott. Warte, ich mache ihn gleich auf. Das ist perfekt, wie ich denke. Ist der Herr Stollemeier zufällig da? Karl-Heinz, komm raus, ich habe was für dich. Der ist da, der ist da. Ist da? Nein, ich höre nicht. Also, ich warte draußen, gell? Ladies and Gentlemen, hier ja, ist der Starbäcker aus Hüttlingen. Karl-Heinz Stollemeier. Karl-Heinz. Ja. Wir kommen wegen dem schönen Raum. Hat das ja schon besser wie letztes Jahr, gell? Hat auch der Wolfstein gesagt. Ja, ey, gut, das sieht mir. Allianz. Sieht der falsche Blender. Du bist ja bestimmt versichert. Ich bin ihm nicht. Was? Da wird es Zeit. Jetzt pass auf, in aller hast du diesen abgestandenen nordfriesischen Kurzhalstanne. Ja, der muss schon wieder laden. Und wir gehen auf Spende fangen. Und zwar heute partnerschaftlich nach Hüttlingen. Wir haben bereits 200 Euro gespendet, gekriegt. Ja. Und gehen mit dem Geld dann, ich weiß nicht, ob wir morgen, übermorgen noch Spende sammeln dürfen. Loki Downey und so weiter. Ja. Hättest du 50 Euro. Was? Also, was der will, was, der will was immer einen Schein einschmeißen. Ja, ja. Ja. Und was spendet ihr? Und wenn der OB. Der Rentschler, der will ja nächstes Jahr wieder gewählt werden. Mhm. Wenn der OB sagt, nein, ich kann das Geld nicht annehmen, weil ich weiß gar nicht, wie ich es verbuche, dann kriege ich das, wenn es klappt, am 24.12. Obdachlose. Mhm. Und wenn das nicht klappt, ja, geht es an irgendein Kinderhospiz oder sowas. Also. Bitte. Geld rauskommen. Lang in Kasten rein. Ich will lang noch ins Deutsch. Also, da haben wir Glück. Starbäcker. Jawohl. Ah, ich hätte es doch gewusst, aber es sind keine Leute, weißt du? Ja. Aber heute machen wir ja einen kurzen, oder? Ja, machen wir einen kurzen. Ja. Ja. Oh, leider. Aber auf unseren Karl-Heinz ist für was. So, ich muss mal sagen, wo er das heute Abend noch anguckt. Genau. Dass er sieht. Ja. Wird jetzt auch heute Abend in die Hüttlinger Gruppe mit einstellen. Genau. Jawohl. Ganz wichtig. Ha!
Karl-Heinz, du bist Weltspitze. Also, so machen wir es auch. Gell? Was? Ja, weißt du. Ja, klar. Jetzt hör auf. Ach, du soll ich rausgeben? Du sollst ein Scheine schmeißen. Soll ich rausgeben? Du steckst 200 Hörst, dann muss ich 10% schon machen. Das nächste Bier geht auf mich. Alles klar. Also, Karl-Heinz, ohne Witz und ja. Vor allem, vielen herzlichen Dank. Das Geld kommt auch. Du kennst wenn mich. Das, du kennst aber von guter Zweck ist es okay. Wir wollten den Gag machen. Ja. Von Christbaum in aller Spender. Und jetzt kommen wir jetzt zum Stollemeier. Ja. Wo kommt jetzt der Name Stollemeier her? Oh, so große Ahnenforschung habe ich noch nicht gemacht, aber ursprünglich komme ich aus Unterschneide, sagen wir mal so. Kommt das vielleicht vom tiefen Stolle hier? Ah, weiß ich nicht. Aber vielleicht von der alten Bäckerei war es vom Stollermacher vielleicht. Ah, vielleicht, ja. Vielleicht. Aber Unterschneidheim ist auch eine schöne Gemeinde, muss ich sagen. Ja. Da kann man leben, aber Hüttlingen bin ganz begeistert, gell? Okay. Muss man sagen, okay. Hüttlingen hat alles. Ja, wahrscheinlich. Schön Werbung, Bäckerei, Metzgerei, Hüttlinger hat alles. Das ist schon gut, das ist schon. Du kommst überall nah, ein Bambus, schon ein Parkplatz, ja. Hast du alles. Ja. Ja. Mit Öffnungszeit, alles drauf. Alles drauf, okay. Also mach's gut. Allein. Kein Thema. Schöne Weihnachten. Ja, und nochmal, besten Dank. Du kannst das da haben, gell? Stefan-Live. Morgen eingeben. Mach ich. Morgen ist garantiert drin. Passt. Also, tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss. So, Lili. Aha. Kinder, was sind auch unterwegs? Grüß Gottle! Gottle! Grüß Mama Spender! Ja. Was meinst du? Ganz ehrlich? Grüß Mama Spender! Sollen wir sie fragen, ob sie spendet? Ja? Nein, wirklich, im Ernst, ich habe kein Geld dabei. Ja, wir nehmen da auch Schuhe. Total, oh! Ja! Erst neu, so Jenny, ja, gell? Alles klar, ich wünsche euch was, sorry, gell? Aber da oben hätte er vielleicht mehr. Ja, wir gehen jetzt da raus, gell? Also, viel Erfolg, tut mir leid! Tschüss! Den hört man gar nicht. Das ist ein E-Auto. Also das ist echt gefährlich, muss ich sagen. Also ja, ich habe das jetzt vielleicht nicht so richtig mitbekommen. Ich wollte das natürlich auch nicht bringen. Aber es ist wirklich, also von den Geräuschen, man kriegt das gar nicht mit. Plötzlich steht ein Auto neben drin. Ha, mit den Sternen. Die Sterne kannst du einfangen. Dass wir ein bisschen Weihnachtsstimmung reinkriegen. Genau. Ja? Da haben wir hier schön ein bisschen rumzoomen, dass es hier ein bisschen mehr drauf ist. Ja, macht es. Ah, so wunderbar. Also Leute, das ist ja fast was zum Ausdrucken. So schön ist das hier. Ja, wunderbar. Moment da. Also das ist ja wirklich ein schönes Bild. Wunderbar. Ah, da bin ich jetzt abgelenkt worden. Wunderbar. Ja, das sind Lichter. Ja. Also, wir müssen gucken, dass wir ein. Da will er reinfahren. Ja. Den hört man. Also. Das ist kein E-Auto. Das ist jetzt Marc. Grüß Gott. Darf man Sie was fragen? Wir kommen aus Aalen. Ja. Eigentlich den Baum abkaufen. Das ist. Den, weil wir brauchen den Aal einen gescheiten Baum. Oder will jetzt jemand spenden? Mir ist jetzt ein Bürgermeister vorhanden. Der Herr Enzle. Ja. Wie schafft der noch? Ja, freilich. Wo ist der Auto? Ja, ist der jetzt noch im Büro? Nicht, der hat Feierabend. Genau, danke, gell? Möchte Sie was spenden? Grüß Gott. Grüß Gott, ja, ich bin im Kurs. Wir sind von der Christbaum-Mission. Ich hab. Ach, Sie gehen in die Mission. Gut. Oh, da ist Kirche. Das wär's. Das wär die Kirche. Ja, da wird jetzt auch gespendet. Dort spendet. Ja, ja. Also, Baum hast du drauf. So. Jo. Also, was das Schöne ist, wir kriegen immer mehr Rückmeldungen, ja, das weiß ich ja. Ja. Aber die Leute dürfen nur persönlich spenden. Also wir nehmen ja so nichts an über Bankkonten, sondern es geht alles hier. Ja? Cash. Ja, Bares ist Wahres. Kennst du die Sendung? Da ist auch aus wo ist der her? Aus Elwang einer dabei, gell? Echt? Der Meier, ja, der Meier. Alter Schauspieler. So. Also komm, jetzt gehen wir mal dahinter noch. Stefan. Vielleicht finden wir da drüben. Normal sollte ich in der Bank reingegangen.
an den Kassa-Automat. Ja, und nicht abgreifen. Ja, klar. Und sage, ich hebe das Ding unter der Automat, lasse es reinlaufen. Jetzt laufen wir halt ein Stück nach. Da kommt schon noch jemand da ab. Da kommt jemand aus dem Band, die hat gerade aufgeladen. So. Jawohl. Hältst du das Tempo durch? Ja, ja. Oh, da gibt es sogar das Messer. Sag mal, der Stollermeier. Boah! Hast du das drauf? Stollermeier. Ja, das ist der Hammer. Ja, das ist der Hammer. Aber bloß weil ich ihn kenne, gell? Ja. Hier hätte er nichts gegeben. Neu. Ich sehe auch nicht so vertrauenswürdig aus. Wo können wir helfen? Wo drückt der Schuh? Soll ich hier tragen helfen? Danke, Gott, gut. Das hat schon nicht geholfen. Ja. Ich hätte deine Kamera gehalten und du hättest ihn auftragen. Ja. Das Auto ist noch offen, guck. Ja. Sollen wir gucken, ob der Schlüssel steckt? Und wegfahren. Guck, die standen da drinnen alle. Und wo gehen wir weiter? Also jetzt sind wir ja... Einer noch, oder? Einer. Jo. Eine Spende muss drin sein. Und dann ist... warte mal geschwind. Ja, niemand unterwegs. Leute, ist doch bald Weihnachten. Hä? Ja, ab morgen muss jeder zu Hause bleiben. Du bist da Eingesperrt, da ist Eingesperrt. Ja, jetzt pass auf, da können wir jetzt das einmal schwätzen für unsere Zuschauer. Was machen wir eigentlich? Können wir am Montag dann noch weitermachen? Das ist jetzt wirklich eine ganz gute Frage. Können wir weitermachen? Ja, ich denke mal, lange können wir nicht weitermachen, weil das Problem ist, nächste Woche vor Weihnachten wird es bei mir auch ein bisschen problematisch. Also, da haben wir nur noch die nächste Woche. Ja, da haben wir vielleicht von meiner Seite nur zwei Tage. Zwei Tage? Und dann schließen wir es ab. Schließen wir es ab, ja. Aber die zwei Tage, grüß Gott, die zwei Tage, die kriegen wir noch nach. Die kriegen wir noch nach. Ja, und was dürfen wir raus? Dürfen wir schon? Untertags ja, können wir raus? Von, bis 8 Uhr? Bis maximal 8 Uhr abends. 20 Uhr, okay. Also, Leute... Andererseits, ja. Da ich ja einen Presseausweis habe und pressetätig unterwegs bin, ja, können die theoretisch auch... darüber hinaus zur Dokumentation. Wie die daheim sind, die Leute. Also wir gehen zu denen in die Wohnung rein. Genau. Essen, trinken was bei denen. Das ist eine gute Idee. Ja, und dann heben wir die Schuhe nach, gell? Ja, zum Abschluss. Den berühmten darf ich den nochmal zeigen. Ja. Guck, da habe ich einen Schneemann auch gemacht. Ja, ja, und heben den Schuh nach und dann, ja halt, jetzt habe ich unsere letzte. Muss abbrechen. Ja. Grüß Gott. Sie sind jetzt unsere letzte Kandidatin. Echt? Ja. Ahlens Traum, ein gescheiter Weihnachtsbaum. Der ist super, gell? Nochmal bitte ins Mikro. Dieser Weihnachtsbaum, dieses Jahr, der ist einsame Spitze. Und wir sind in Hüttlingen. Genau. Und die Ahlemer haben diesen, sag ich mal, Rollatorbaum. Rollatorbaum, okay. Ja, halt ein bisschen ein älteres Ding. Ja. Ja, ist ja nichts. Und da ist eure drauf. So. Super. Bitte Tag und Nacht. Und jetzt hätte ich eine Frage. Tätet ihr Nachbarschaftshilfe wenigstens mit einem 50erle? Eine Nachbarschaftshilfe? Nach Ahlen. Nach Ahlen, für den Christbaum. Augenblick. Herr Rentschler. Unterstützungshilfe. Herr Rentschler, die Frau, die zückt schon, das ist die Maske, der Geldbeutel. Das kann ich machen. Auf 50erle. Haben wir auch vor Ort. Dann können wir Feierabend machen, weil da haben wir alles. Oder? Also ganz nett von Ihnen. Ja? Und ich nehme mal an, der Bürgermeister, der OB in Ahlen, nimmt das Geld an. Ja? Ja, natürlich. Darf ich Sie fragen, geben Sie mir eine Handynummer, dass wir noch miteinander essen gehen können? Okay. Das Geld geht dann voraussichtlich entweder an eine Kindereinrichtung, wo man das helfen muss, sagen. Oder genau, für Obdachlose. Das fände ich super. Wir wissen nämlich gar nicht, ob wir die Obdachlose besuchen können. Stefan, weißt du das? So, wir sind jetzt aber auch ganz gleichzeitig, gell?
ohne Maske. Alles. Sie kennen alles. Nein, Schmeißer. Das ist, ist weg, wisst ihr, nachher sie. Ja. Voll gut, man weiß es nicht zusammen. Da müsst ihr es nämlich zählen. Genau. Ja, komm, ein schöner. Herzlichen Dank. Jetzt. Wenn Sie sich das morgen kennen, Stefan-Live, können Sie es heute Abend oder morgen angucken. Okay, Stefan-Live. Herzlichen Dank. Schöne Weihnachten. Danke gleichfalls. Weiterhin in Hüttlingen haben Sie nichts versäumt. Mein ganzes Leben lang. Und ich mache jetzt da den Abschluss und verabschiede mich von unseren Zusehern. Also, okay. Ich danke Ihnen. Auch, gell? Schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Danke, ciao, tschüss. Ja, das war jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Und man merkt ja eigentlich die Hüttlinger, wie die gut drauf sind, Stefan, oder? Ja. Deswegen hätte ich auch einen schönen Weihnachtsbaum. Deswegen, also das merkst du, ja, das ist eine gute Idee. Ein schöner Weihnachtsbaum macht auch schöne Leute. Und glücklich. Und glücklich. Ja. Also, ein schöner Weihnachtsbaum muss nach allen her, obwohl die allen waren ja spendenfreudig, ja? Aber die müssen noch glücklicher und noch mehr spenden. Ja, und wenn man glücklich ist, dann ist man natürlich widerstandsfähiger gegen Krankheiten und sonstige Sachen. So ist. Zum Abschluss, wir haben schon wieder den nächsten Startplatz vergeben. Und zwar hat den sich Küferstüble, der Ansgar Kaufmann, gesichert. Wieder mit 15 Euro. Und nächste Woche, entweder Montag oder Dienstag, knüpfen wir das Geld ab. Und dann sind wir wieder unterwegs. Aber diesmal sind wir am Hirsch, am Puccini. Ist das in Ordnung? Heute beenden wir den Außendienst. Es war eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung und ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao miteinander. Also liebe Leute, es war sensationell gerade. Kinderler möchten noch was spenden. Und jetzt gehen wir mal da rein und ich hebe euch das dann an und dann dürft ihr das dann reinschmeißen. Vielen herzlichen Dank. Das geht an einen guten Zweck. Ja? Die Aktion heißt zwar Ahlens Traum, ein gescheiter Weihnachtsbaum, aber das Geld wird er nicht annehmen, der OB. Ja? Wir sind jetzt schon über 200 Euro, da geben wir das an einen guten Zweck weiter und wir bedanken uns ganz herzlich. Ist doch vielen Dank für die armen Kinder. Gell? So machen wir es. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, gell? Ja. Willst du noch rein winken, die Kamera? Oh, guckst du? Wenn du noch rein winkst. Kannst du noch rein winken? Dann kriegen wir gar nicht mit Feuerarbeit. Und was ganz was Tolles ist, ihr könnt euch heute Abend oder morgen früh könnt ihr euch bei mir auf Stefan-Live könnt ihr euch anschauen, Video sind, gell? Im Video sind. Also, ein schöner Abschluss, muss ich echt wunderbar. Sagen, hat uns gefreut, gell? Ja, macht's gut, gell? Tschüss. Ciao miteinander. Ciao. Tschüssi.